Ja, hallo, hier Stefan aus Panama und im heutigen Video geht es darum, für wen Panama besonders gut geeignet ist zum Auswandern. Und zwar haben ja unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das Leben im Ausland sein soll. Manche Menschen bevorzugen die Annehmlichkeiten einer Stadt, andere leben lieber in Kondominiums am Strand, die sicher und abgeschlossen sind, und wieder andere träumen von einem Haus im Grünen. Panama bietet gute Voraussetzungen für ganz unterschiedliche Menschen, aber in diesem Video soll es um die letztere Gruppe gehen, um Leute, die sich so ein eigenes kleines Paradies im Grünen aufbauen wollen, da ich denke, dass Panama ganz besonders gut geeignet ist für diese Gruppe. Ich wohne jetzt seit 3 Jahren hier in Panama und eine Sache, die mir auffällt, ist, wie viel unglaubliche Natur es hier gibt. Und dass sich dafür eigentlich keiner interessiert. Das heißt, es gibt ein paar Zentren, wo sich alles konzentriert, also zum Beispiel so Hotels oder wo Ausländer leben. Aber wenn man ein bisschen davon weggeht, dann gibt es wirklich ganz tolle Sachen zu entdecken. Was ich von meinen Mietern hier auch noch mitbekomme, ist, dass es hier auch Landflucht gibt. Das heißt, die jungen Leute, die irgendwo auf dem Dorf aufwachsen, die kommen dann in die Stadt, um hier zu studieren oder zu arbeiten, weil hier einfach viel mehr Möglichkeiten sind. Und dass auf dem Land die Älteren zurückbleiben, die irgendwann sterben. Das Video, das ihr hier im Hintergrund seht, das habe ich vor ein paar Wochen aufgenommen in einer richtig tollen Unterkunft von einem französischen Paar bei Cologne in der Karibik. Beide waren etwa Mitte 50 und haben erzählt, dass sie im Fernsehen so eine Doku über Panama gesehen haben. Und ein halbes Jahr später haben sie sich entschieden, auszuwandern. Sind sie nach Panama gekommen, sind rumgefahren, haben sich, glaube ich, so 70 bis 80 Häuser angeschaut in ganz Panama und haben sich dann für das hier entschieden. Die Vorbesitzer dieses Hauses waren ebenfalls Franzosen, die das als Ferienunterkunft genutzt haben und die haben das eben auch wegen Altersgründen verkauft. Sicherlich wird das Haus und das Grundstück drumherum schon ein paar hunderttausend gekostet haben, aber was man dafür bekommt, ist wirklich ein Traum. Also da kommen diese Brüllaffen, die man am Anfang von dem Video gehört hat, kommen bis an das Haus ran. Man hat einen Weg runter zur Karibik, dort sind Korallen, kann man schnorcheln gehen. Ein anderes Beispiel ist meine Haushälterin, die kam vor ein paar Wochen und hat mich gefragt, ja, sie hat so ein Grundstück angeboten bekommen aus Santa Fe, dort wo sie geboren wurde, auf dem Land, in den Bergen. Und das Grundstück ist ganz toll, sie hat das von einer Bekannten angeboten bekommen. Sie würde das gern kaufen, der Preis ist $2000 und dann hat sie mich gefragt, ob das viel oder wenig Geld ist. Klar ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass so ein Grundstück für 2000 an einen Ausländer verkauft werden würde. Aber es bestätigt schon mein Gefühl, dass wenn man sich Zeit nimmt, wenn man sich eine Region lange anschaut, wenn man mit den Leuten immer wieder spricht, Bekanntschaften aufbaut, dass man doch richtig tolle Sachen finden kann für einen überschaubaren Preis. Und wenn man dann noch ein bisschen die Fähigkeiten hat, das dann zu entwickeln, das auszubauen oder dass man sich das zumindest zutraut, das mit Einheimischen zu machen, dass man da wirklich ganz tolle Sachen finden kann. Mein Eindruck ist auch, dass dadurch, dass es eben diese Landflucht gibt und Leute in die Städte ziehen und sie halt dann von den Eltern zum Beispiel Grundstücke oder Häuser erben, dass diese Objekte irgendwann leer in der Gegend rumstehen oder ungenutzt und dass die nirgendwo inseriert sind. Noch eine Möglichkeit, wie man diese Objekte finden kann, sind Zwangsversteigerungen. Da habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht, das kann ich unten in der Beschreibung verlinken. Wenn man sich dann auf die Suche nach so einem Objekt begibt, sollte man einige Dinge noch bedenken. Außerhalb von Panama-Stadt ist sicherlich das größte Problem das Thema Infrastruktur. Wenn jemand auf regelmäßige und gute medizinische Versorgung angewiesen ist, dann muss er eigentlich dafür immer wieder nach Panama kommen. Ähnlich verhält es sich mit dem Thema Schule. Das heißt, wenn jemand Kinder hat, die auf eine gute Schule gehen sollen, dann führt da eigentlich auch fast kein Weg an Panama-Stadt vorbei. Je nachdem, wie alt man ist, sollte man vielleicht auch schon berücksichtigen, wie das mal mit dem Verkauf von dem Objekt sein wird. Gerade auch mit dem Hinblick darauf, wie viel Geld man von seinem Gesamtvermögen dort reingesteckt hat, da es eben sein kann, dass solche Objekte längere Zeit leer stehen, beziehungsweise man das halt mit einem deutlichen Abschlag verkaufen muss.
Und der letzte Tipp, den ich habe, ist, dass man vielleicht die Region, in die man zieht, dass man das vielleicht vorher testet, dass man sich das mal anschaut, auch verschiedene Jahreszeiten in der Regenzeit, wie wirken sich diese Regenfälle in dieser Region aus oder ob man mit dem Klima im Allgemeinen klarkommt. Ja, das war jetzt meine Einschätzung dazu, warum sich Panama ganz besonders für Leute eignet, die sich so ein eigenes kleines Paradies im Grünen aufbauen wollen. Ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen und ja, bis zum nächsten Mal.